Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. Dieses Mal geht es um diese rätselhaften Dinger hier vorne dran, dieses Public und was auch immer da vorne steht. Und zwar habe ich euch da jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen, was das eigentlich zu bedeuten hat, aber habe es nie richtig erklärt. Public bedeutet, ihr könnt von überall hier drauf zugreifen. Das heißt, ich kann hier in meinem Programm.cs hergehen und sagen, okay, Fifi, Punkt, und dann die Anzahl an Beine ist 0. Das ist jetzt vielleicht kein so schlimmes Beispiel, aber es kann Fälle geben. Zum Beispiel möchte man jetzt nicht unbedingt für jeden Hund einfach die Beine auf 0 setzen können, denn da kann er ja nicht mal laufen, ne? Und dazu gibt es dann eben diese Schlüsselworte. Also wie gesagt, Public heißt, ihr könnt überall drauf zugreifen. Private würde bedeuten, ihr könnt nur innerhalb der Klasse drauf zugreifen. Dann kriege ich hier nämlich einen Fehler. Ups, der Zugriff auf, ja, wo sind wir? Ist aufgrund der Sicherheitsebene nicht möglich. Ah, da unten steht es auch. Das heißt, ich darf hier nicht auf meine Anzahl an Beinen drauf zugreifen, aber ich darf immer noch auf den Namen drauf zugreifen, denn der ist ja noch public. Ja, das bedeutet aber auch, nichts außer meine Klasse selbst kann hier drauf zugreifen. Das heißt, wenn die Beine einmal gesetzt sind im Konstruktor, habe ich aktuell keine Möglichkeit, sie zu ändern. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht in den meisten Fällen. Aber für manche Variablen möchte man zum Beispiel trotzdem noch Möglichkeiten haben, sie zu lesen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch gar nicht hergehen und sagen, okay, ich schreibe mir hier ein int x und der entspricht jetzt dieser Anzahl an Beinen. Fifi.Anzahl an Beinen habe ich hier gar nicht zur Auswahl, denn ich darf sie auch nicht lesen. Also ich darf sie weder lesen noch schreiben. Bei Public darf ich beides machen, bei Private darf ich weder das eine noch das andere machen. Und dafür gibt es dann Getter und Setter, die zeige ich euch im nächsten Video. Aber ich möchte euch auch noch zeigen, wie man hier drauf zugreifen kann, dann innerhalb der Klasse. Denn Private bezieht sich, wie gesagt, nur auf innerhalb der Klasse. Das heißt, ich kann es im Konstruktor setzen. Ich kann hier sagen, okay, ich bekomme im Konstruktor meine Anzahl an Beinen geliefert und setze die. Ich kann aber auch hier in der Gen-Methode sagen, jedes Mal, wenn die Gen-Methode aufgerufen wird, wird die Anzahl an Beinen um 1 vergrößert, was total schwachsinnig ist und keinerlei Zusammenhang hat, aber ich bin gerade nicht so kreativ, deswegen ja, wir erhöhen jedes Mal die Anzahl an Beinen um 1, wenn wir Gen aufrufen. Und Gen ist eine Public-Methode. Ihr seht hier vorne haben wir diese ja, diese Modifikatoren auch noch. Das heißt, ich kann hier die Gen-Methode aufrufen. Fifi.gen. Na, komm schon. Jetzt. Und dann wird jedes Mal die Anzahl an Beinen verändert. Das heißt, ich habe hier. Achso, ja, ich darf sie ja nicht lesen, richtig. Ja, gut, dann schreiben wir uns hier halt noch eine Methode, die uns das Ganze schreibt. Eine Public Void, logischerweise. Write Beine. Und die macht einfach nichts anderes wie console.writeLine. Die Anzahl an Beinen. So kann man das Ganze natürlich umgehen, wenn man hier Zugriff auf die innere Klasse hat. Aber das ist vor allem wichtig, wenn ihr irgendwelche Packages benutzt oder sowas. Ihr habt auf die meisten Variablen überhaupt keinen Einfluss drauf. Ihr dürft sie manchmal lesen, aber selbst das ist eher selten. In den meisten Fällen könnt ihr nur ganz wenig benutzen. Das meiste sind irgendwelche internen Private-Variablen, die dann halt für euch versteckt sind. So, jetzt wollen wir hier die Fifi Punkt. Na, was ist denn los jetzt? Irgendwie möchte mein Auto vervollständigen nicht. Okay, dann machen wir das halt von Hand. Right, Beine. So. Und wenn ich jetzt hier starten drücke, dann kriege ich 4 raus. Wir wissen aber, dass unser Fifi standardmäßig nur 3 Beine hatte. Das heißt, durch diese G-Methode haben wir die Anzahl an Beinen doch verändern können. Weil die Methode hier public ist und dadurch aber dieser Parameter oder diese Variable hier geändert wurde. Wenn ich jetzt hier eine Private Void draus mache, dann kann ich auch diese Methode hier nicht mehr aufrufen. Das heißt, mit Methoden ist es genau dasselbe. So, es gibt jetzt noch was anderes. Und zwar handelt es sich dabei um das sogenannte Internal. Hier. Internal bedeutet, ihr könnt innerhalb von eurem kompletten Programm, also das heißt, wenn ich jetzt hier ein Programm draus machen würde, hier seht ihr, können noch viele, viele weitere Dinger rein, viele weitere Dateien. Die müssen nicht unbedingt denselben Namespace haben,
aber sie müssen quasi in dieser Console Application 3 drin stehen. Und alles, was in dieser Console Application 3 drin steht, darf auf die Anzahl an Beinen drauf zugreifen, alles, was draußen ist, eben nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Library haben möchte, und die bei mir importieren möchte und die haben ein paar Methoden oder Variablen auf Internal gesetzt, dann kann ich, wenn ich das Ding importiere, nicht drauf zugreifen, aber die können bei sich ganz normal weiter operieren. Braucht ihr wahrscheinlich eher seltener. Ich würde euch einfach empfehlen, euch an Private und Public zu halten. Private sollte man immer machen, wenn man es nicht außerhalb benutzen muss tatsächlich. Also wenn nicht irgendwie Zwang besteht, dann auf Private setzen. Ansonsten macht ihr Public draus, wenn ihr keine andere Wahl habt sozusagen. Gut. In dem Sinn war es das auch schon wieder und nächstes Mal zeige ich euch die Getter und Setter, die hier auch noch ein bisschen was damit zu tun haben, die wahrscheinlich dieses Private so ein bisschen aushebeln, dass ihr quasi alles Private machen könnt und vielleicht doch nicht so ganz. Genau. Nicht verzweifeln und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mal wieder. Schön üben und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.